Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal LS19. Mit dabei ist jetzt schon da vorne der Darky. Hallo Darky. Hallo. So, wir sind hier in dem wunderschönen Projekt. Wie heißt das nochmal genau? Mountain Farmers. Es ist ein bisschen, viele werden sich denken, warte mal, ist denn schon November? Nein, es ist nicht November. Aber wir haben uns gedacht, beziehungsweise wir haben ja drüber gesprochen mit dem Uwe in der Stappenbach-Folge, dass wir mal ein Projekt machen mit allen drum und dran, mit allen Pipapo. Und das ist es hier. Wir sind hier bei Mountain Farmers. Wir sind hier auf der Walchen 2020, glaube ich, heißt sie, ne? Genau. Genau. Ich habe die große Ehre, mit dem Darky einen Hof zu bespielen hier, und zwar den alten Karlinger Hof. Da sind wir, da haben wir uns niedergelassen, der gute Darky und ich. Darky kennt ihr schon von den BG-Farm-Aufnahmen. Und ja, Darky, willst du zwei, drei Sachen dazu sagen? Was erwartet uns hier? Ich weiß noch gar nichts. Uns erwarten auf jeden Fall bisschen Graswirtschaft. Wir haben Tiere, Seasons, Reha-Mod, Forest Extension von Mais Plus selbst halt. Und das Ganze drum und dran. Also wir haben eigentlich alles, was irgendwie uns das Leben zur Hölle machen kann. Ja, so wunderbar. Kann man sagen. Das ist ja richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf, weißt du? Naja, okay, gut. Es gibt noch andere Leute hier. Und zwar gibt es noch, man muss dazu sagen, das ist nicht mein Projekt. Ich habe das nicht in den Leben gerufen. Das ist ein Projekt von Uwe. Ne? Uwe kennt ihr alle. Und der Uwe ist für dieses Projekt hier. Das heißt, es wird auch auf seinem Kanal kommen. Nochmal ganz kurz für unser Verständnis auch, die Folgen werden kommen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag jeweils um 14 Uhr. Das heißt, 4 Folgen die Woche. Und ich glaube, wir fangen mal ganz traditionell einfach mit unserem Fuhrpark an. Ihr seht schon, ein paar Sachen seht ihr schon, wir haben einige doch große und schöne Felder, muss man sagen. Also Darky hat schon richtig gesagt, sehr viel Wiese haben wir hier, weil wir sind so die Typen, wir gehen, glaube ich, mehr so auf Kühe, haben wir gesagt, ne? Ja, genau, wir haben ja hier einen kleinen Kuhstall. Genau. Der steht hier vorne, da passen, glaube ich, 80 Kühe rein. Und ja, die wollen wir gerne ein bisschen versorgen. Genau. Also das ist halt kein jetzt, wie soll ich jetzt sagen? Das ist halt ein komplett entschleunigendes Projekt. Ne? Also es wird lange dauern, das Ganze. Wir haben hier sehr geringe Arbeitsbreiten. Wir haben sehr, sehr langsame Geschwindigkeiten. Es ist sehr, sehr, es geht sehr hoch bergauf und bergunter. Ihr seht, hier ist ein Skilift zum Beispiel verbaut. Also wir haben, glaube ich, den höchsten Hof hier auf der Karte, ne? Ja, genau. Also höhenmäßig, von der Höhenmitte her sind wir am höchsten. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Also wir sind hier oben angesiedelt, dieser blaue Bereich. Hier unten sehen wir schon jemanden, der dabei ist heute, zum Beispiel der Lenny, der Michael, der Uwe und dann auch der Paul. Den Paul kennt ihr auch. Und da ist zum Beispiel der Nagelbauer, da ist der Uwe und der Michael. Dann gibt es hier noch, es gibt 3-4 Höfe, glaube ich, hier. Es ist kein Roleplay-Projekt, das muss man gleich dazu sagen. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das wird. Wir haben uns, wie gesagt, komplett hier oben eingelassen. Ich zeige euch jetzt einfach mal zwei, drei Sachen, bevor wir dann zum Fuhrpark kommen. Achso, warte, ich gehe mal hier hoch, dann sieht man es ein bisschen besser. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir das Ganze mit Musik oder ohne Musik machen sollen. Ich habe es jetzt mal angemacht, ich bin aber nicht sicher. Und zwar, man sieht hier oben unseren Hof. Ich glaube, Walchen ist ja österreichisch, ne? Das ist, ja. Was ich so mitbekommen habe. Wir haben auch die Geo-Datei Österreich, glaube ich, geladen, beziehungsweise wurde auch umgebaut. Du hast gesagt, irgendjemand hat die Map auch ein bisschen angepasst. Ja, genau, der Fabian hat uns die Map gegeben. Fabian, danke schön. Weil die richtig. Die Map, die es im Modhub gibt, ist Seasons vorbereitet, nicht ready. Das okay. Hat Randy leider auch falsch geschrieben. Okay. Das steht extra in der Mod-Description drin, dass sie nur vorbereitet ist. Sie ist nicht Mais Plus ready. Und der Fabian hat das Das heißt, unsere Version hier, Seasons ready, Mais Plus ready, alles ready. On Forward Extension ready, ja genau. Also wir können hier alles drauf machen. Wir könnten theoretisch auch Karotten machen, wenn wir wollen. Es ist alles drauf. Klee und so weiter haben wir hier alles drauf. Zwiebeln, Silage, 100.000 Sachen kennt ihr ja schon vom Feldversuch oder auch von der Stappenbach oder auch vom Holzer, von der Holzer Challenge. Also, und hier, damit ihr auch seht, ne, also Seasons ist drin, Seasons wurde sich ja gewünscht. Wir haben ja in der Stappenbach-Aufnahme haben wir ja gefragt, wollt ihr haben, und da war, ich würde sagen, 101% waren dafür. Und deswegen gibt es jetzt ein Projekt mit Seasons. Wie gesagt, kleine, schnucklige Map. Wir wissen, natürlich wissen wir auch, dass am 12. November das neue DLC kommt, das neue Alpin-DLC. Mal schauen, was bis dahin passiert und mal gucken. Ne? Ich weiß es noch nicht genau, aber bis dahin ist noch sehr viel Zeit und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir noch ein kleines Projekt zwischendurch und schauen wir mal, wie lange es hier gut geht. Ne? Gucken wir mal. Ihr seht hier schon einige Gerätschaften. Wir haben hier 3 Meter Sämaschine, kleinen Grober, so einen mittleren Strautmann-Anhänger. Übrigens, Modliste zu diesem Projekt hier auch unten in der Videobeschreibung.
Wir haben hier ein Frontmähwerk, da werde ich mich gleich drum kümmern. Einen kleinen süßen Pöttinger Zetter. Dann haben wir insgesamt drei Fahrzeuge zum Start. Wir haben einen Steyr 4115 Profi mit Frontlader-Konsole. Sehr gut, jetzt mache ich die Musik aus, geht mir am Sack. dann haben wir hier, müsste ein Heugebläse sein, oder? Das ist, glaube ich, ein Heugebläse, ja. Das müssen wir noch ausprobieren, da sind wir noch nicht ganz sicher, aber wir denken schon, dass das was Cooles ist. So, und das ist so mein Herzstück hier. Das ist so mein Ding, wo ich mir denke, oh, geil. Und der wird auch kommen im kommenden DLC, im Alpin-DLC, der Unitrack, ne? Lindner Unitrack, also wir haben hier nur Steyr und Lindner momentan. Das Coole an dem Kollegen ist ja, wir haben hinten gleich die Zwillingsreifen draufgeworfen. Jetzt könnt ihr natürlich schreiben, oh, mach die wieder runter. Die brauchen wir tatsächlich, ne? Also mit Rehe und mit diesen Steigungen und mit diesen Bergdingern ist das wirklich, brauchst du Zwillingsreifen, weil sonst bist du weg. Also du kommst gar nicht hoch, du rutschst weg oder wie auch immer. Wir haben dann noch verschiedene Aufsätze für diesen Kollegen gekauft. Wir haben jetzt so einen kleinen Ladewagenaufsatz für hinten und das müsste, glaube ich, Wasser- und Milchfass sein, wenn ich mich alles täusche. Ja, genau. Das heißt, da können wir schön auf die Brücke, also das ist jetzt so ein Kippermodul, das wir hinten drauf haben, nimmt nicht viel Platz weg, können wir piratisch abkuppeln und dann könnte man da jetzt noch einen anderen Aufsatz drauf bauen. Fand ich sehr, sehr cool und deswegen habe ich gesagt, zum Darkit, der muss einfach da sein. Wir haben vorne der Konsole für den Steyr und da hinten ist mein nächstes Highlight. Ein Lindner Geotrack, glaube ich, müsste das sein. Seht ihr es nicht da, aber müsste ein Geotrack sein, meines Erachtens. Mit, das Coole an dem ist halt, ich springe mal kurz rein, ihr seht hier auch, der lenkt vorne und hinten, ne? Also der ist für das Gelände sehr, sehr, sehr gut geeignet. Hinten mit einem Pflug schon dran, weil wir müssen dann demnächst pflügen. Und viel mehr haben wir nicht, Uwe, sage ich schon. Darkin, ne? Nee, das stimmt. Wir haben keinen Schwader, den haben die Kollegen aber. Ja. Wir haben auch keinen Düngerstreuer, den haben auch die Kollegen. Also das, und einen Mähdrescher haben wir auch nicht. Das Projekt baut ein bisschen darauf auf, dass man sich auch gegenseitig hilft. Das wird euch jetzt vielleicht bekannt vorkommen, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das hier funktioniert. Und wie gesagt, wir spielen Seasons, vielleicht für die Profis unter euch. Wir spielen die Jahreszeit mit 6 Tagen, glaube ich. Berichte mich, wenn ich falsch liege. Und wir spielen auf einem 3er-Vorlauf, das heißt so auf wie auf der Holzmap zum Beispiel, das kennt ihr schon. Und ich bin sehr gespannt. Also, nur mal ganz kurz für euch, nur, dass ihr mal es gesehen habt. Ne? Ich meine, so eine Wiese ist ja, kennen wir ja alle, ne? Aber dann hier solche Sachen, ne? So, guck, also da geht es halt schon ein bisschen nach unten, ne? Und mit Reha vor allem, mit Reha ist das keine angenehme Angelegenheit. Und deswegen haben wir uns gleich entschieden dafür, schon keine schwachen Traktoren zu nehmen, beziehungsweise wir sind einfach überzeugt, dass wir mit diesen Zwillingsbereifungen einfach sehr, sehr gut vorankommen. Zumindest ist das mal die Idee. Wir müssen auch gucken, weil wenn wir irgendwas verkaufen oder wenn wir irgendwas kaufen wollen, müssen wir den ganzen langen Weg runter ins Dorf fahren. Wir sind praktisch auf dem Berg hier oben und wir müssen den ganz langen Weg ins Dorf fahren. Also wenn wir uns das wahrscheinlich 2 oder 3 Mal überlegen müssen, müssen wir da jetzt wirklich runter oder können wir das mit irgendwas kombinieren? Weil da geht halt echt viel Zeit flöten. Wir haben jetzt keine LKWs und so weiter hier. Wir haben Fahrzeuge, die fahren 30, 40 km/h Maximum. Also da ist ja nicht viel, weißt du? Da ist einfach nicht viel, deswegen müssen wir gucken. Viel schneller kann man auch gar nicht fahren. Also ich habe das ja in der Vorbereitung, ich habe die Fahrzeuge ja alle hochgebracht. Ja. Und du hast einfach gemerkt, also gerade wenn du runtergefahren bist, musstest du wirklich absichtlich langsam fahren, weil es doch auch sehr hügelig ist an verschiedenen Stellen, dass der Traktor dann das eine oder andere Mal auch springt und dann landest du auf einmal im Baum drin oder so. Also schnell fahren ist hier definitiv nicht, weil die Straßen halt auch. Also wie gesagt, wir sagen es nochmal, wer jetzt auf große Maschinen steht, auf schnell und auf Cursor und so weiter, ist ja komplett falsch. Ist ja komplett falsch. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich bitte auch, irgendwelche Kommentare zu unterlassen, wie kaufen wir das, kaufen wir das, kaufen wir das. Wir müssen bedacht mit dem Geld umgehen, was wir haben, weil wir können nicht einfach jetzt sagen, wir holen jetzt einfach Karotten vom Feld und dann haben wir wieder 1 Million. Das geht hier nicht. Du hast eine bestimmte Zeit im Jahr, wo du säst und du hast eine bestimmte Zeit im Jahr, wo du die Ernte einholst. Ja. Also es geht nicht immer. Das ist auch ein bisschen der Kreditpunkt, den ich immer geäußert habe an Seasons. Aber ich lasse mich jetzt nochmal drauf ein und ich hoffe, dass es diesmal länger hält. Ich hoffe es wirklich. Ich habe extra den Darkie an meiner Seite. Denk mir, da kann mich da ganz gut ein bisschen stützen, wo ich wieder so ein kleines Down habe und denke mir, ach scheiße, was machen wir denn jetzt eigentlich? Das kriegen wir hin. Einen Hinweis müssen wir noch geben. Ja. Es wird nicht alles im Video zu sehen sein. Es wird auch außerhalb der Videos ein bisschen gespielt. Und ab und an habe ich mal gehört, will Uwe auch gerne einen Livestream machen. Richtig. Gucken also, wir mal, wie wir das einbauen. Das wäre, also Livestream, ja, bin ich prinzipiell auch dabei. Das ist, glaube ich, sowieso die Zukunftsform von Videos beziehungsweise von Projekten, weil so ein bisschen Videos machen und so ein bisschen Livestream machen, glaube ich, würde prinzipiell bei allen Projekten gut ankommen. Wir werden das testen. Momentan läuft ja auf Twitch mehr oder weniger der Feldversuch.
Das wird dann ergänzt mit diesem Projekt hier. Es gibt keine genauen Termine, aber wir werden euch da über Social Media am Laufenden halten. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle Social Media Kanäle. Einfach da überall ein Herzchen, Follow und was weiß ich was da lassen. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn da was los ist. Ihr hört jetzt keine anderen Leute. Wir, der Dark und ich, machen jetzt nur hier rein die Einführungsfolge. Und dann in der nächsten Folge geht es erst richtig los. Ich wollte euch noch ganz kurz die Felder zeigen, die wir haben. Also ihr habt schon gesehen, wir haben hier auch einiges an Wald. Das war mir ein bisschen wichtig, muss ich dazu sagen. Weil ich habe mir gedacht, guck mal, wenn wir nichts zu tun haben, können wir immer noch in den Wald fahren mit unserem schönen Lintrack, da ein paar Baumstämme klein machen und dann verladen und haben immer noch was zu tun. Das war mir halt wichtig. Ich will nicht dastehen in 15 Minuten und sagen, das bringt halt nichts, weißt du? Und deswegen glaube ich, speziell im ersten Jahr, wo wir noch keine Tiere haben, würde es sich vielleicht schon lohnen, vielleicht ein, zwei Bäume zu fällen. Aber das müssen wir uns einfach mal anschauen. Ich laufe komplett in die falsche Richtung, Dagi. Warte, ich wollte hier rüber. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Also das ist, wie gesagt, die Walchen 2020, die ist jetzt noch nicht lange draußen. Ich glaube, der Ron hat auch schon mal ein bisschen drauf gespielt mit seinen Leuten. Ist eine coole Map, ist eine schöne Map. Natürlich, ne? Österreich-Map brauche ich euch nicht sagen. Das ist wunderschön. Das Schönste, was es gibt auf der ganzen Welt. Aber das wisst ihr selber. Und zum Beispiel diese Bäume hier, ne? Wir laufen jetzt gerade hier vorbei, die gehören alle uns. Also wir haben da auf alle Fälle, das ist unser wunderschönes Wohnhaus. Finde ich sehr schön. Wir schlafen in getrennten Schlafzimmern. Natürlich. Wie gesagt, das hier kann man alles holzen. Ne? Also wir haben da auf alle Fälle gut zu tun. Und vielleicht ist auch eine Wintersache, Dagi, ne? Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Winter hast du ja keine Feldwirtschaft. Nee. Da hast du nur, dass du dich so ein bisschen um die Tiere kümmerst, weil die... das Futter, was du reinpacken kannst, halt auch nicht lange hält. Also du kannst nicht wie im normalen Spiel halt für 10 Tage Futter reinpacken und dann hast du erstmal ja für 100 Stunden Spielspaß gut, sondern hier hält das, glaube ich, 2 In-Game-Tage. Ja, eben. Das muss man halt gucken, ne? Also wir müssen das, ich bin da noch bis, also zu meiner Schande muss ich gestehen, bin da in dem Segment noch relativ neu, aber ich bin da gern bereit, da was zu testen. Ich habe schon ein, zwei Projekte gemacht mit Seasons, nicht sehr lange tatsächlich, weil... Das wurde dann irgendwann zu eintönig und das war irgendwie langweilig. Aber ich bin gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, dass es cool wird. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, ob wir, ja, oder habt ihr vielleicht einen Tipp für uns, ne? Ist irgendwas wichtig was bei Seasons? Was müssen wir unbedingt beachten? Schreibt das gerne mal rein. Wir werden uns das gerne anschauen und dementsprechend dann natürlich handeln. Wir haben hier zum Beispiel eines unserer normalen Felder. Das sind ganz kleine Felder, ne? Also deswegen auch die kleinen Gerätschaften. Wir werden da nicht jetzt hier wie auf der Marsch hier 15 Hektar und so weiter haben. Das braucht kein Mensch. Wir haben hier zum Beispiel hier unten, glaube ich, die Felder gehören auch noch uns. Wir haben relativ viele Felder für den Anfang, weil wir uns gesagt haben, wir wollen einfach immer was zu tun haben. Ne? Und ja, hier oben haben wir noch ein kleines Feld. Das wird auch nicht allzu lange dauern. Natürlich haben wir kleine Arbeitsbreiten, aber bei der Feldgröße bist du auch nicht 5 Folgen am gleichen Feld. Ne? Das war auch ein wichtiger Faktor. Und ja, bei den Wiesen bin ich sehr gespannt, wie wir die runterbekommen. Ich bin wirklich gespannt, du. Ja, Rundballen sind, glaube ich, raus. Rundballen sind definitiv raus. Ich mir das hier so angucken. Wir haben das Ladewagenmodul, aber mal gucken. Ich weiß nicht, wir wissen selber noch nicht genau, ob dieses Heugebläse funktioniert. Ob das nur Heu nimmt oder ob das Stroh nimmt. Oder wir wissen das einfach noch nicht. Wir müssen das selber rausfinden. Aber ich freue mich tatsächlich drauf. Und ja, wie gesagt, die anderen Kollegen werde ich dann in der nächsten Folge hören. Die sind schon bereit, die laufen schon hier rum. Wir werden dann gleich noch ein paar Folgen aufnehmen. Gibt es noch was zu sagen, Dagi? Ich glaube nicht. Wie gesagt, wer Fragen hat zu den Mods, was alles drinnen ist, in der Videobeschreibung ist ein Link zu der aktuellen Mod-Liste. Die wird vom Uwe geführt. Danke auch dafür und auch das wunderschöne Logo für das Thumbnail habe ich vom Uwe bekommen. Dankeschön, Uwe. Und ja, also wie gesagt, Seasons, Rea... Alles, was mir das Leben schwer macht, ist hier drauf. Das wird super. Ich freue mich mega drauf. Wir lassen es tatsächlich schon für die erste Folge gut sein. Wir wollten euch nur mal einen kleinen Überblick verschaffen. Was ist es hier? Wie gehen wir vor? Was machen wir? Und das andere werden wir einfach im Laufe der Zeit kennenlernen. Liebe Leute, das war schon für die erste Folge. Wir danken herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Gerne Feedback im Kommentarbereich hinterlassen. Die Links in der Videobeschreibung auschecken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.